Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück über Wildstar. Neben mir der Bagger und irgendwo neben mir der Squatid da. Ja, wir haben uns geordnet, wir haben alles soweit gemacht, was hier einfach nur mit Klicken war und so sinnlos. Und jetzt geht's weiter. Wir wollen, ich guck kurz auf die Map, hier hoch ins Nördliche und Rune Riser und Diebische Skeech machen und dann weiter oben noch das Gesucht und die zwei Quests, die auf dem Weg sind, auch noch mitnehmen. So ungefähr kann man den Plan betiteln. Und dafür. Ich hänge fest. Du hängst fest, das ist nicht schön. Kannst du übrigens immer noch umschubsen. Keine Ahnung, wie das noch schlimmer werden könnte. Ja, das kannst du ja jetzt mal versuchen. Obwohl, hier kann man nicht. Kadaver kann man jetzt auch vergiften. Das ist ein wenig gemein. Aber wir haben ja eine sadistische Ader. Ja, das sind die Rune Riser, glaube ich. Drüben ist irgendwo noch eine Quest. Da ist er. Und wir haben, ich weiß gar nicht, haben wir das schon noch in der Folge gemacht? Wir haben unsere Berufe ausgewählt. Ja doch, ich habe ja auch was hergestellt für uns. Weiß genau. Dann wir gehen hier gleich mal rein, wa? Wo die Quest schon da ist. Grüner genau. Farbstoff. Sagen die da eingesponnen, wie sie sind. Herausforderung beginnt. Eier zerstören. Das sind aber keine Eier. Nein, das sind keine Eier, aber die waren trotzdem da. Und jetzt zerstört. Oh, da ist ein Datenwürfel, nicht vergessen. Frage ist ja, wo sind die Eier? Da ist eins. Das sind sogar zwei. Das sind vielleicht die unangenehmste Lebensform, die ich bisher auf diesem Planeten angetroffen habe. Aufsammeln, Helixkiste. Da ich diese Höhlen untersuche, haben sie mehr als einmal. Dann bin ich nur am Sammeln, ey. So auch noch Siedlerressourcen. Und auseinandernehmen. Und sie scheinen mir irgendwie vertraut. Ich weiß, die Frage ist, wie weit sammeln wir beide zusammen? Ja, okay, dann sammeln wir zusammen. Die Eier ja, auf alle Fälle. Ich habe bisher, glaube ich, alle zerstört. Ja, ich weiß, weil ich nicht. Ach, da ist ein Ei. Bronzerang verliehen. Also, haben wir die nächste Stufe 10? Nee, dann. Na, gucken wir mal so. Hier ist übrigens das nächste, Helixbeine. Vergessen. Da sind's. Also müssen wir für den Helix wohl das Zeug zusammensammeln. Lustig, wir kennen einen, der heißt, als Nickname hat er Helix. Trotzdem weiter Eier finden. Ja. Bronze geben wir uns hier gar nicht erst zufrieden. Boah. Doppelkill. Wir sollten da langsam erstmal nur noch auf die Eier erstmal konzentrieren, wenn wir auch Gold schaffen wollen. Ah, ich glaube nicht mehr, dass das noch was wird. Da hast du einen vor dir. Ja, ja, wir sind jetzt einfach. Da sind. Oh. Jetzt pass mal auf. Ahaha, hast du das gesehen? Nö. Hier waren irgendwie 5-6 Eier mit einmal. Hab ich mit einem Schuss erwischt. Ach scheiße, und ich hab sie wahrscheinlich nicht gekriegt, oder? Hast du jetzt schon 10? Ich bin jetzt fertig, Silberrang hat er mir gesagt. Scheiße. Ach, ist doch scheiße hier. 3 Meter zu weit weg. wo bist du denn? Da hinten stehst du. Ja, jetzt muss ich ein Stück zurücklaufen und Eier suchen, dürfen, dass sie respawnt. Warum musst du noch neu starten, die Quest? Nein, aber ich habe nur 80%. So, meine hat einfach Schluss gemacht dann. Also ich habe gar keine Anzeige mehr dafür. Und da ist jetzt Silberrang verliehen und abgeschlossen. Wie gesagt, ich habe die nicht bekommen, was du gemacht hast. So, haben wahrscheinlich zu weit auseinander wieder gestanden. Doppelkill. So, aber. Dann kommen wir wieder zurück. Wir müssen noch mal auf die Farbstoffe hier. Wie weit bist du denn bei den Farbstoffen? 62%. Oh Gott. Jetzt sind ein paar zu viele Quests hier langsam mal. 75%. Ich weiß nicht, wie die heißt. Nimm da einfach so eine Kiste und mach sie, dann siehst du es doch. Ich hab fertig schon, deswegen. Ach so. Dreifachkill. Gibt's aber auch nichts weiter außer der Gegner. 87%? Noch zwei Kisten. Ne, abgeschlossen. Und da ist noch ein Helix-Teil. War da noch eins?
Ich habe übrigens hier auch jetzt meine Schnitzeljagd ein Teil gefunden hier unten. Ah, sehr schön. In der Ecke war ein Helix-Teil. Okay, dann hab ich das. Diese Organismen sind nicht so, ja, hier oben in der linken Ecke wollte ich nochmal gucken, ob da vielleicht was ist. Hatte ich nichts gesehen, so. Ah, nur eine Truhe, die hat ja schon die Farbstoffe entfernt. Ja. Lass uns mal weiter hier unten laufen. Können solche emotionalen Schwingungen den Misserfolg des ganzen Projektes zur Folge haben? Also ein, übrigens ein Goldrang wurde mir gar nicht vorgeschlagen. Nee, mir auch nicht, nur Silber. Was sehr seltsam ist eigentlich. Ja. Ich hätte wenigstens noch versucht, den Goldrang zu bekommen. Vor allem, wenn hier sowas, wenn es hier so aussieht. Aber gut, dann müssen wir uns damit abfinden. Das wird das nicht dürfen. Wenn nicht gut genug sind, um Silber überhaupt zu versuchen. Gold zu versuchen. Könnte natürlich jetzt nochmal starten, aber. Nee, geht gut. Zu. Doch, eigentlich über Herausforderung kannst du immer nur. Nur wenn du sie nicht schaffst. Das ist natürlich richtig nice. Ah, gibt nur zwei Stufen davon einfach. Sehr dumm formuliert, dass das dann Bronze und Silber ist. Ja. Na, wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass es an einigen Stellen bei der Übersetzung noch hapert. Hier hinten ist auch nicht weiter. Du haust dich schon wieder. Doppelkill. Neue Runde. War auch nichts Besonderes. Sketch, Snip, Schnipser. Okay. Dreifachkill. Da jetzt schon wieder so viele weiter, getötet wa? Von denen. Ich weiß gar nicht, wann ist denn die erste Stufe? Doppelkill. Na, ich hab's noch nicht. hier kannst du übrigens das erste Mal jetzt abbauen, deinen Sammelberuf. Ja, wie mache ich das jetzt? Rechtsklick drauf, wenn du dein Ding hast. Rechtsklick. Ja. Ah, cool. Wird das mir eigentlich angezeigt im. Mehr gab's hier eigentlich auch nicht. Bergbau wird mir angezeigt. Mal, was ist das? Iron Note, okay. Ja. Ich bin wahrscheinlich schon 10.000 Mal an einer vorbeigelaufen. Naja, wir waren ja jetzt erst, du hast ja jetzt erst den Beruf gekriegt. Dadurch kannst, siehst du sehr erst die ab jetzt. Und, sind überall. Wir waren ja nur in der Stadt. Das sieht aus wie Eier. Also, ich bin. Na, hier drinnen kann sein, dass hier einige noch waren. Ja, sind's auch. Hast du da gerade einen gehabt oder was? Ja, ich guck gerade hier auf die Map, wie es aussieht, deswegen. Ja, hier vorne zum Beispiel, ah, links hier jetzt. Ist auch einer, ja. Ja, und das sieht man halt, das ist nicht so offensichtlich. Also in ESO leuchten sie zum Beispiel, also. Wenn du skillst, du kannst halt skillen, dass du die dann besser siehst. Doppelkill. Könntest du eigentlich gar nicht, vor allem wenn du auf der Karte guckst, hast du ja wirklich, das ist ja eine Riesenanzeige. Größer können die Dinger ja kaum sein auf der Karte. Doppelkill. Das stimmt wohl. Oh, jetzt müssen wir aber wieder raus hier. Zumindest wüsste ich nicht, was wir noch hier zu tun hätten. Dreifachkill. La, 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 la. Datenwürfel hast du auch mitgenommen? Ja, ja. Doppelkill. Ja, ich hoffe, dass sie den Krieg immer noch ein bisschen buffen. Also es kann nicht sein, dass ich den. Ich glaube nicht, dass ich den so falsch spiele, dass ich. Auch so viel deutlich weniger Schaden mache. Also in der Beta haben sich sehr viele Leute beschwert, vor allem über den Meuchler zwar, aber auch mit über den Spellswinger ein bisschen. Dass er wohl denen zu overpowered war. Aber es gibt immer Leute, die halt andere Klassen beflamen. Ja, ja, klar. Ich will jetzt auch nicht groß rumflamen, aber ne, so ein bisschen. Soweit ich gehört hatte, hatten sie den Medic ja schon ein bisschen angepasst. Oh, 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 oh. Was hast du denn da schon wieder? Doppelkill.
Alles, was wir hier hauen müssen halt, ne? Ja, das ist die Frage. Müssen wir es wirklich hauen? Na, scheint so. Best, ja. Schnabelviecher da. Wir müssen hier ganz schön viel hauen. Ja. Ich war eigentlich vorhin recht überrascht, dass es doch weniger Quests wurden, wo man nur hauen musste, aber jetzt in der Stadt gab es jetzt doch wieder ein bisschen zu viel davon. Kann ich eh nicht tragen. Da ist wieder was zum Vergiften. Ja, das ist gerade sehr einfach halt, ne? Sehr einfach gehalten. Also, gucken wir mal, Kadaver vergiftet. Ich krieg gerade über 10 eine Quest rein. Ja. Ich mach bloß den einen hier noch kaputt. So, hau und C. Wie ist die Lage? Episode freigeschalten, Rätsel. Oh, wir haben schon wieder das nächste Item und das ist nichts. Vergifte auch schon mal weiter. So, vergiften bin ich jetzt, glaube ich, fertig. Jawohl. Ja, vergiften bin ich auch fertig. Was gibt's Neues? So, dann haben wir aber immer noch die, Gott. Töte Schnellpranken und bla, töte bla. Ach du Grüne, ne? Runeriser so, noch. Schnellpranken, 84% bei Runeriser und 49% bei Himmelsklauen Moderschnibel. 77% Schnellpranken. Dann gab es auch noch eine andere Quest hier, wo auch noch was wollte von töten. Warte. Ach nee, ist doch nur. Nee, sind nur die beiden. Doppelkill. Ich nehme nur noch die, die Vögel. Und die saßen hier auf den Steinen teilweise. Ja, ja, aber weniger. Hast du schon Vergiftung fertig? Ja, hab auch fertig, ja. Dann ist hier im Norden ein Vogel. Oder zwei Vögel. Doppelkill. Oh, hier ist auch ein Questgeber. Wie ist die Lage? Das ist ein, wo wir abgeben müssen. Ich hoffe, du hast vor, das zu Ende. Und zwei neue bekommen. Und jetzt verpass ihn. Ich muss ehrlich gestehen, beim ersten Mal, als ich an so einer Stelle war im in der Beta. Ja. Hat's mich dann ein bisschen erschlagen, weil du dann wirklich mit einmal 20 Quests hattest, jede schickt dich irgendwo anders hin. Es war dann ein bisschen sehr viel mit einmal. Das hätte man vielleicht ein bisschen mehr, naja, staffeln sollen. Ja, doch, durchaus, kann ich nachvollziehen. Vor allem, weil der dennoch die Berufsquests jetzt hier direkt kommen und bei den Berufs. Ich hab's ja jetzt schon, dass ich irgendwo was herstellen soll als Quest direkt bekommen, die ja. Bis ich das mal habe, muss ich erstmal eine Weile die Berufe skillen. Oh, 83% Himmelsklauen. 60%. Vogel, 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 wo bist du? Da, über uns. Ah, da. 68. Ah, 91. Habe ich gerade einen gesehen, aber der ist weggeflogen. Ist über uns. Da wirklich rankommst. Warte, kann ihn spotten, ja. 76%. 99. Ich sehe gerade noch einen, den hole ich auch runter mit Spot. Ich muss nur ins Target. Ja, fuck, das war daneben geschossen. Ja, wir finden hier unten auch sicherlich noch welche. Waren im Busch zum Abbauen. Und ein Vogel. Beides mit einmal. Mensch. Wo bist du? Da. Doppelkill. Und, hat's gezählt für dich? Ja, 85. Dreifachkill. Da hinten sitzt noch ein Vogel. Ja, ich hab fertig. Jetzt halt, dadurch, dass du Fernangriff bist, hast du natürlich damit einen deutlichen Vorteil, ne? Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Noch mitbekommen? Ja, 95%. Kill.
Tun wir mal einen noch. Weiß nicht, ob du das schon kannst, aber T drücken, rekonstruiere Helix. Ah ja, ja. Ja, habe ich gerade auch nur zufällig irgendwie aus Versehen gesehen. Ist nur die Voraussetzung für Hallo. Ein Vogel Hallo. Noch, sagst du. Ja, ein Ach, Vogel. Da oben ist. Da oben. Auf dem Baum. Ah ja. Auch fertig. Ja. So, dann müssen wir jetzt weiter nach Norden. Erstmal. Ich habe wieder zwei Freunde. Die hast du angegriffen, das habe ich gesehen. Ist mir erst hinterher gerannt, dann habe ich. Doppelkill. So. Mal schön die Blumen mitnehmen. Du machst die Blumen kaputt und ich, Ja, du kriegst dafür auch wahrscheinlich das Loot zurück. Ja, ja, genau. Geh mal hier drüben noch schnell den Baum holen. Du musst auch jetzt hier immer wieder gucken, wegen deinem Zeug zum Abbauen, ne? Ja, ja, ist aber hier eher weniger, eher. Ja, nicht das ist halt, in Höhlen hast du halt sehr viel, da habe ich halt gar nichts. Aber hier draußen habe ich dann die Bäume. Oh, haben wir eine Herausforderung geschafft? Nee. Dann habe ich einfach so einen Gegner mit einem Ausrufezeichen. Was ist das? Keine Macht, den irgendwas. Den Slush. Hier oben. Was du da unten noch? Abbauen. Ja, Kühe schubsen. Nein, abbauen, wie du gesagt hast. Gib's doch zu. Hier oben gibt's eine Quest. Mehrere. Hier gibt's ganz viele Oder? Quests. Nee, ist eine. Nee, ist nur eine wieder. Ich sehe hier 4, 5 Quests auf einmal. Ja, und sobald du eine annimmst, ist der Rest verschwunden, weil das alles die gleiche ist. Doppelkill. Nein, aber ich habe eine Herausforderung. Ja, das auch. So. Viele sind sammle Masken. 6 Stück. Woher auch immer man die bekommen soll. Na, 33% haben wir. 33%? Ich habe 16. Ja. Wie viele Gegner möchtest du gerade noch angreifen? Ja, ich wollte ein paar zusammenziehen, damit es schneller geht. Entspann dich mal. Ja. Und mach einfach Schaden. Ja, das Problem ist und eher, bleib stehen. Wenn ich in einer Reihe stehen, treffe ich sie halt nicht, aber sie mich dafür umso mehr. Die mögen mich immer nicht. So 83%? 66%. Na gut, dann halt hier. Guck, und dann den da oben noch. So, hab alles ich hab hier gerade mit einem anderen, der genauso aussieht wie du. Cool. Dreifach Kill. So, Level up. 70% Bosse Rang verliehen. Nee, ich noch nicht. Ich habe aber auch noch 3 Minuten Zeit. Wir können mal hier unten weiter angreifen. Nee, Quest nur, Quest nicht. Da habe ich 52%. Aber 55. Kill. 90% habe ich jetzt von der AIDS-Belohnung. Ah, okay. Vorräte, Handschuhe, nein. Aufbauungsbot mit der Mikro. Silberrang verliehen und abgeschlossen damit. Du auch, oder? Ja, habe ich jetzt auch. Ja. Doppelkill. Und 74% für die Quest. Es ist auch sehr unübersichtlich gerade, ne? Also du haben halt die alle Gegner, die bringen halt alle irgendwas, aber. Es ist überall gerade irgendwas, ne? Gut, das ist vielleicht jetzt einfach mal, was haben wir hier Beute? Berufetasche, ich will Berufetasche jetzt erstmal nehmen. Ja, nehme ich auch die ganze Zeit schon jetzt. So, hier drüben sind noch Gegner und ein so ein Ding. Du baust gerade ab? Nee, ich habe was geguckt. So. 60%? Welche Quest ist das eigentlich? Doppelkill. Familie Crowe 88%. Cut 92. Oh, du hast den Boss angegriffen. Oh. Ich wollte ja nur wissen. Oh, da ist er wieder bei mir. Ja, Spott gerade auch noch nicht. Vier jetzt.
So, haben wir das auch. Da ist noch so ein Kanister. Irgendwie sind Slush hier Slush-Brennerei. Ja, hier sind Slush-Kisten, aber überall. Ich weiß gar nicht, wozu die da sind. Hier oben ist was für dich zum Abbauen. Ich kenne nur Slush-Eis. Hier oben ist was für dich trotzdem zum Abbauen. Ja, ich weiß. Hier sind überall Zeug zum Abbauen, Daniel. Ja, dann hopp, hopp. Nee, erstmal festmachen, bevor ich hier irgendwas abbaue. Craften kann ich auch noch andermal, das ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Einmal Quarz und einmal struppiger Pelz und Leintuch. Da ist ja noch einer mit Werkmaterialien.